das ist das Beste, was meine Ohren je gehört haben. Und sind wir mal ehrlich, wer würde sich nicht gerne an ein Klavier setzen und das spielen können? In 10 Tagen werde ich versuchen, ohne Vorkenntnisse die Titelmusik von Interstellar zu spielen und das stelle ich mir dann ungefähr so vor. Ah, Spaß beiseite. Ich habe noch nie in meinem Leben Klavier gespielt und starte als kompletter Anfänger. Das Einzige, was mir noch bekannt vorkommt, sind die Namen der Tasten. Die habe ich mir zur Hilfe einfach mal aufgeklebt. Es wäre wahrscheinlich clever, mir einen Klavierlehrer zu suchen, aber ich möchte herausfinden, ob man durch einfaches Nachspielen von diesem Video auch zum Ziel kommt. Tag 1 und ich muss herausfinden, was die erste Taste ist. Das ist ein E. Alle drei. Ich habe versucht, mir die ersten Töne zu merken und langsam zu spielen, was mir ziemlich schwer gefallen ist. Viel mehr habe ich am ersten Tag auch nicht hinbekommen. Meine Finger sind total verkrampft, weil die Bewegung einfach so ungewohnt ist. Ich versuche mir natürlich auch abzuschauen, welche Finger er für welche Tasten benutzt, damit ich auch die richtige Fingerposition habe. Bis jetzt bin ich ohne jegliche Taktik vorgegangen, aber ich spiele dieses Video jetzt auf 0,25 Geschwindigkeit ab und spiele es ganz, ganz langsam nach. Und selbst mit der langsamen Geschwindigkeit komme ich nicht hinterher. Oh shit. Das hat so lange gedauert. Oft habe ich erst am nächsten Tag realisiert, dass mir das Spielen ein gutes Stück leichter fällt. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Lautstärke leider nicht dadurch variieren kann, wie stark ich in die Tasten drücke. Es hört sich immer gleich laut an. Oh yes, jetzt sind wir schon beim Hauptteil angekommen und der scheint sogar ein bisschen leichter zu sein als der Anfang. Bis zu diesem Punkt war ich echt glücklich mit meinem Fortschritt und habe gedacht, dass ich es vielleicht auch in unter 10 Stunden schaffen könnte. Aber dieser Teil ist so schwer und mein inneres Ich sagt mir nur noch: You suck! Deswegen werde ich hier erstmal die linke Hand, dann die rechte Hand und dann beide zusammenspielen. Boah! Aber selbst das fällt gar nicht so einfach. In den letzten 3 Tagen habe ich 9 Stunden lang versucht, den schwierigsten Teil flüssig zu spielen. Und alle Tipps, die ich in dieser Zeit gelernt habe, gebe ich euch kurz weiter. Zuerst die Körperhaltung. Der Unterarm und die Hand sollten eine Linie bilden und etwa waagerecht sein. Die Handposition kann man sich so vorstellen, als würde man einen Ball von oben greifen wollen. Die Finger sind dabei locker und berühren mit den Fingerkuppen die Tasten. Der Handrücken ist wie eine waagerechte Fläche, so dass man etwas darauf abstellen könnte. Hier muss ich noch dran arbeiten und bin ehrlich gesagt nicht das beste Vorbild. Welches Keyboard ist gut? Das wichtigste Feature ist die Anschlagdynamik, die ich bei meinem Keyboard leider nicht hatte. Für den Anfang war das völlig in Ordnung, aber um mit Gefühl spielen zu können, braucht man das. Wenn man es hat, sollte man darauf achten, mit der linken Hand leiser zu spielen, damit die Melodie mit der rechten Hand im Vordergrund steht. Es gibt E-Pianos mit 61 oder 88 Tasten. Um wirklich jedes Lied spielen zu können, sollte es die 88 haben. Es macht Sinn, bei schwierigen Teilen erst die eine, dann die andere Hand und sobald beide wie automatisch funktionieren, beide zusammen zu spielen und sehr langsam zu starten. Um sich die Abfolge der Töne möglichst gut zu merken, sollte man Muster suchen. Damit meine ich Töne oder Kombinationen, die immer wieder vorkommen. So kann man sich wie an einem roten Faden durchs Lied hangeln. Auf eigene Faust zu lernen ist in meinen Augen ein guter Weg, um ohne große Kosten herauszufinden, ob einem das Ganze Spaß machen könnte. Man darf dabei nur nicht zu schnell aufgeben. In 10 Tagen ist am Ende mit 15 Stunden Spielzeit das hier dabei rausgekommen. Zum Glück spielen wir auf einem Keyboard und ich habe eine Taste gefunden, mit der sich das Ganze noch ein bisschen besser anhört.
falls ihr eine neue Herausforderung sucht oder schon immer mit dem Klavierspielen anfangen wolltet, macht es. Man sieht so schnell Erfolge und egal ob mit Musiklehrer, einer App oder auf eigene Faust mit YouTube, es macht in jedem Fall richtig Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat und vielleicht sogar motivieren konnte, lasst mir gerne ein Like da und schreibt mir Ideen für weitere Challenges in die Kommentare. In diesem Sinne, ran ans Klavier und denkt dran, du kannst das.